Statt einer lauen Sommernacht strömender Regen. Das hatte es seit Jahrzehnten hier nicht mehr gegeben. Die Gläubigen konnte das aber nicht abschrecken. Sie kamen trotzdem, um zu beten und um den prächtigen Blumenteppich bei der Mariengrotte zu bewundern. Wallfahrtsdirektor Imkamp nahm es gelassen. Es war also wirklich eine Premiere und ich bin ganz, ganz happy, nicht wegen des Regens, sondern weil die Kirchenverwaltung die völlig ungewohnte und neue Situation souverän bewältigt hat und souverän im Griff hatte. Knapp 2 Stunden zuvor. Die Klappstühle im Wald konnten wieder eingepackt werden. Hier sollte der Festgottesdienst nicht stattfinden. Während viele Gläubige dann vor der Wallfahrtskirche die Liturgie über Außenbildschirme mitverfolgten, drängten sich innen die Menschen. Festprediger war in diesem Jahr der Erzbischof von Kinshasa und Berater von Papst Franziskus, Kardinal Laurent Monsengwo Passigna, der dem Wetter sogar Gutes abgewinnen konnte. Bei uns in Afrika ist Regen ein Zeichen für den Segen der Vorfahren und den Segen Gottes. Das hat mich also nicht sonderlich erschreckt. Es ist schon ein sehr beeindruckender Wallfahrtsort hier, vor allem der Glaube der Menschen, die gekommen sind und mitgeholfen haben. Jeder hat gebetet und man hat gesehen, dass hier eine tiefe Frömmigkeit und Spiritualität herrschen. Der 76-Jährige, der als junger Pfarrer öfters zur Vertretung in Deutschland war, stellte in seiner Predigt das Vorbild Marias in den Mittelpunkt und appellierte an die Solidarität der Menschen gegenüber Flüchtlingen. Der Kardinal war auf Initiative Fürstin Glorias von Thurn und Taxis gekommen, die den schwäbischen Wallfahrtsort sehr schätzt. Den Menschen gefällt das. Es ist ein sehr katholisches, ein echt katholisches, ein sehr authentisches liturgisches Leben. Sogar bei schlechtem Wetter wird die Form gewahrt, ist es feierlich, ist es würdig, es ist wirklich beispielhaft. Dem Regen zum Trotz fand zum Abschluss noch eine kleine Lichterprozession statt. Klein war aber nur die Strecke, nicht die Zahl der Gläubigen, die Schirm an Schirm zur Mariengrotte zogen, wo Kardinal Monsengwo Passigna den Segen spendete. Maria Vesperbild ist nicht nur ein Schönwetterpilgerort, das konnte man hier am katholischen Hochfest Mariä Himmelfahrt eindrucksvoll erleben.